Als nächstes werden wir Einzelfundamente bzw. Stützenfüße für diese Konstruktion definieren. Das heißt, ich muss Anfangspunkt von der Stütze verschieben in der Z-Richtung, damit ich zwischen Bodenplatte und Stützenunterkante einen Stützenfuß definieren kann. Das sind wieder unsere schon erstellte Punkte. Also wir machen nichts anderes als das, was wir schon erstellt haben, weiter bearbeiten. Und in dem Fall in Z-Richtung verschieben. Also ich definiere über einen Slider Verschiebung in Z-Richtung, das heißt nach oben. Und diese Verschiebung will ich veränderlich behalten. Und ich verschiebe meine Achsraster Schnittpunkte. Und so kann ich mit dieser Verschiebung auch die Höhe von diesem Stützenfuß definieren. Das mache ich für die Achse 1 und auch für die Achse 2. Einfach kopieren und anders, also entsprechend verknüpfen. Jetzt kann ich die komplette Konstruktion in dieser Richtung verschieben. Jetzt muss ich eine Linie festlegen. Das ist die also Schnittpunkt von meinem Achsraster und Anfangspunkt von der Stütze, verschobenen Stütze. Und das ist die Linie von meinem Stützenfußelement. Also das ist die Achse. Ich definiere das Profil von diesem Stützenfuß und das war's. Ich kann die Eigenschaften wieder mal kopieren, anpassen und entsprechend ändern, damit ich im Deckler entsprechende Teile bekomme. Das heißt, das ist kein Bodenplatten mehr, sondern Stützenfuß, Beton als Material und das war's. Ich ändere die Farbe, damit ich mehr Überblick im Deckel habe und gruppiere das Ganze natürlich jetzt für die Achse 2 das gleiche. Wie schon gesagt, kopieren, die gleichen Einstellungen kopieren und entsprechend verknüpfen. Und wenn ich mein Achsraster ändere, ändert sich die komplette Konstruktion mit. Auch Profilabmessungen von Stützenfuß kann ich anpassen.